Belarus muss die Menschen bedingungslos und unverzüglich freilassen und ihre Rechte auf Versammlungs-, Meinungs- und Informationsfreiheit wahren. Es sind ja sehr viele Menschen in Belarus, die in diesen Tagen auf die Straße gehen, die ihre Arbeit niederlegen, um auf friedliche Weise ihren Protest auszudrücken gegen die Vorgänge rund um die Präsidentschaftswahl und um ihre politische Meinung friedlich kundzutun. Es gibt beeindruckende friedliche Protestaktionen wie die Menschenketten, die zuletzt gebildet wurden im ganzen Land. Das alles spiegelt die Unzufriedenheit, die Wut, auch die Verzweiflung vieler Bürgerinnen und Bürger von Belarus über die herrschenden Verhältnisse wider. Die Bundesregierung steht an der Seite aller Menschen, die friedlich ihren Willen artikulieren, wie es in einer Demokratie das Recht eines jeden Menschen ist. Dass dieses fundamentale Recht in Belarus mit Füßen getreten wird, ist, ich wiederhole, vollkommen inakzeptabel. Deutschland wird heute beim Sonderrat der EU-Außenminister über die Geschehnisse in Belarus sprechen. Und aus unserer Sicht wird es dabei auch um Sanktionen gehen müssen gegen diejenigen, die für die Verletzung von Menschenrechten verantwortlich sind.